Servus Leute, heute bei Marcells Hockey School machen wir lineares Übersetzen, linear crossovers. Was ist das? Ich habe euch die Ehre, euch mein bestes Tor alle Zeiten zu zeigen und schau, wie oft ich in diesem Clip übersetzt habe. So, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, ist lineares Übersetzen in eine gerade Linie. Oft üben wir es am Bullykreis, das ist auch sinnvoll, aber auch in eine gerade Linie das zu tun, macht auch sehr viel Sinn. Wir laufen sehr selten geradeaus nur im Spiel, sondern wechseln nach wenig Schritten fast immer den Bahn. Wir bauen es auf. Die erste Übung, die ich machen würde, wird einfach links und rechts übersetzend sein. Ganz easy, einmal links, einmal rechts. Denkt daran, dass der Schläger und mein Kopf immer mitgehen. Großer Schritt. Dann als nächstes versuchen wir ein bisschen zu springen dabei, um mehr Kraft zu erzeugen. Es sieht dann so aus. Spring. Und auf dem Rückweg. Kräftiger Sprung beim Untersetzen. Kräftiger Sprung. Und warum machen wir diesen kräftigen Sprung? Das ist, weil dieser Untersetzer, diesen Schritt hier, wo ich springen muss, die ist so wichtig. Viele machen den Übersetzer ganz gut, aber weniger machen diese Untersätze. Gut, so, was machen wir jetzt? Wir versuchen dabei Schwung aufzunehmen, ein Bahn hin und zurück so schnell wie möglich. Und da ist sehr wichtig, wo viele Spieler und Spielerinnen sich schwer tun, diesen Zwischenschritt. Es ist ein Zwischenschritt. Wir machen einmal übersetzen links, einmal übersetzen rechts und dazwischen ist auch ein Schritt. Schaut's mal. Schritt. Links, Schritt, rechts, Schritt, links, Schritt. Auf dem Rückweg, Schritt, links, Schritt, rechts, Schritt, links, Schritt. Viele Spiele tun sich dabei schwer, weil die Folgendes machen wollen. Das war die vorherige Übung, aber um Schwung aufzunehmen, müssen wir diesen Zwischenschritt einbauen. Und deswegen finde ich es wichtig, immer das einmal auf eine Seite zu machen und einmal auf der andere Seite, damit wir sehr viele von diesen Zwischenschritten einbauen. Einmal noch. Und so kann ich unheimlich viel Geschwindigkeit aufbauen. So, es macht natürlich Sinn, das ein bisschen abzuwechseln. Es gibt so viele Varianten, was wir probieren werden jetzt. Zwei Übersetzer in eine Richtung, passiert oft, hat man im Video auch gesehen. Und eine Übersetzer in die andere Richtung. Probieren wir es aus. Oh, ist auch ganz schön anstrengend, weil auf Mais muss man beweglich sein. Nichts ist immer das Gleiche, einmal links, einmal rechts, sondern manchmal ein paar Mal in eine Richtung, ein paar Mal in der andere Richtung. Und natürlich am Ende sollte man das alles mit einem Puck machen. Bei einem Spiel muss man auch an den Gegner vorbei mit einem Puck auf den Schläger. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I'm
So, das hier ist den Niklas. Er arbeitet öfters mit mir zusammen und war früher auf Mais, weil danach wir einen U15 bis Profi-Skills-Gruppe hatten. Hat auch dann an den Übungen teilgenommen und hat sehr, sehr schnelle Schritte. Ich hätte gern, dass seine Schritte etwas länger werden und dass sein Abdruck beim Untersetzen mehr unter dem Körper gehen würde und nicht direkt nach hinten, weil so rutscht er ein kleines bisschen aus. Aber er arbeitet extrem hart und würde es sicherlich auch verbessern können. Lange Schritte. There we go. Zweimal eine Richtung, einmal andere Richtung. 2, 2, 2. 1, 2, 2. Oh, we got it. Oh. So, Leute. Das war's fürs lineare Übersetzen bei Marcel's Hockey School. Kurzes Video, aber sehr wertvoll, sehr effektiv. Übt es auch im Spiel, im Training. Einmal links, einmal rechts. Zwischenschritt nicht vergessen. Kräftig abstoßen und auch untersetzen. Und dann könnt ihr brutal an den Gegner vorbeilaufen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Üben. Und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.